Viva Con Agua ist ein Verein mit Sitz in Hamburg, der sich versucht, mit kreativen Mitteln wie Kunst, Musik und Sport in Deutschland, Österreich, der Schweiz und Holland Geld zu generieren, um damit weltweit Projekte zu unterstützen und Brunnenbauten zum Thema Wasser und alles durchzusetzen. Unser Hauptsitz ist in Hamburg, bedeutet aber auch, dass wir Crews in ganz Deutschland verteilt haben, also Ehrenamtliche, die in ganz Deutschland arbeiten für das Brunnenbüro in Hamburg, die sich aber relativ autonom organisieren können. Also größere Aktionen werden vorher über das Brunnenbüro organisiert, aber mit den Ehrenamtlichen dann ausgeführt. Also wir haben verschiedene Ansatzpunkte, an denen wir anfangen. Wir haben einmal dieses Spenden generieren. Da sind wir am bekanntesten dafür, dass wir mit unseren blauen Tonnen auf Festivals und auf Konzerten unterwegs sind und den Leuten die Möglichkeit geben, ihren Pfand für unsere Projekte zu spenden. Dann haben wir auch interne Bildung innerhalb der Großraum der Crews, also zum Beispiel wir in Frankfurt fahren oder gehen zu Schulen in Frankfurt, klären über Wash auf, also Wasser, Sanitäranlagen und Hygiene oder virtuelles Wasser, also alles, was irgendwie zum Thema Wasser gehört. Das Gute an so einem großen Netzwerk wie Viva Con Agua ist einfach, dass man Kontakte hat, die eben aus dem Brunnenbüro, was der Hauptsitz ist von Viva Con Agua, eben in Hamburg, dass die Kontakte uns geben können von Künstlern, die mit uns kooperieren möchten, auf deren Konzerte wir gehen können, dass einfach Ressourcen da sind, die man nutzen kann. Also wir bekommen dann beispielsweise Infoflyer und Fahnen. Das ist, denke ich, der große Vorteil eben an diesem Netzwerk. Und dass man auch austauschen kann sich mit vielen Leuten, die eben in anderen Städten aktiv sind. Also es gibt da ein Netzwerktreffen einmal im Jahr, wo alle Supporter in Deutschland die Möglichkeit haben, hinzufahren und sich mit den anderen Gruppen auszutauschen, Workshops zu besuchen und Neues zu erfahren und sich einfach zu vernetzen. Es gibt jetzt keinen so einen direkten Kontrollmechanismus. Es ist halt so, dass die meisten Veranstaltungen über den sogenannten Pool laufen. Also das ist so eine Plattform online, in die man die Veranstaltung einträgt. Und dadurch sieht dann auch eben dieses Brunnenbüro, was wir alles machen und kann da so ein bisschen Überblick behalten, wo wir unterwegs sind. Da werden dann auch die Spenden, die wir generieren, eingetragen, sodass sie halt auch so ein bisschen einen Überblick haben, was wir irgendwie alles an Spenden gesammelt haben. Also wir haben relativ viele Kommunikationskanäle, würde ich sagen. Eben zum einen diesen Pool, über den Veranstaltungen laufen, über den aber auch so die einzelnen Crews mit dem Brunnenbüro kommunizieren und halt irgendwie kann man da auch Protokolle von den einzelnen Treffen schreiben. Dann haben wir eine weitere Plattform, das ist Trello, in dem wir uns selber organisieren als Gruppe, aber auch so ein bisschen was mitbekommen, was eben im Brunnenbüro läuft oder bei anderen Crews, dass man sich eben vernetzen kann. Und ansonsten kommunizieren wir halt auch in der Gruppe über WhatsApp.